Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft. Hallo meine Damen und Herren. Guten Tag, lieber Michael. Bert, ich grüße dich aus der Domstadt. Ja, eigentlich wollten wir ja heute vor dem Hintergrund des kurzfristig sedierten Konflikts zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft über die Problematik von Branchengewerkschaften diskutieren. Das werden wir auch noch, aber nicht heute. Nämlich vor dem Hintergrund der brandaktuellen und ja letztlich die gesamte westliche Welt bis aufs Mark blamierenden Ereignisse in Kabul, haben wir uns entschlossen, kurzfristig über die mutmaßlichen geopolitischen Konsequenzen des Versagens der USA als westliche Supermacht. Darüber wollten wir uns unterhalten. Deswegen meine erste Frage, ist Joe Biden, der ja nun einen wirklich guten Start hingelegt hat, vor dem Hintergrund dieser Ereignisse bereits Geschichte? Naja, man kann aufgrund seines Alters ohnehin erwarten, dass er keine zweite Amtszeit hat. Er wird jetzt deswegen nicht zurücktreten, aber es wird in sein Konto eingebucht, dass all Bemühungen der letzten zwei Jahrzehnte in Afghanistan, ein irgendwie mit gesicherten Bürgerrechten, mit geordneten Verfahren ausgestattetes politisches System zu implementieren und damit auch wirtschaftliche Prosperität auf Dauer möglich zu machen, dass das gescheitert ist und dass es da jetzt auch kurzfristig keinen Weg zurück gibt. Also wenn man sich mal anschaut, wie lange historische Konflikte und Wegscheidungen nachwirken. Nicht einmal der Erste Weltkrieg, der hier die Briten als Kolonialmacht ins Ende gebracht hat, die immer sowieso in mehreren Kriegen gescheitert waren, noch 1919 und dann herausgegangen sind. Dann der Konflikt West-Ost mit der Intervention der Sowjetunion 1973 zum Umsturz gegen die Monarchie, die ja ein sehr modernes Regime, also das, was man anvisieren wollte, gab es ja schon, das darf man ja nicht vergessen. Es hat ja nach den 30er Jahren in Afghanistan eine Pressefreiheit, Frauenwahlrecht, demokratisch geprägtes System gegeben, das sehr westlich wirkt. Und wenn man die Bilder sich aus den 60er Jahren anschaut, ist man in der Tat an eine westliche Lebensweise erinnert. Auch die Schulen, die internationalen Schulen, die dort waren, das ist alles zu Ende. Und damit ja auch das Versprechen, dass der Westen nicht nur Diktaturen beseitigt, sondern auch Systemlösungen bringt. Und das ist nicht gelungen. Ja, Anekdote, der Lehrstuhl für Finanzwissenschaft in Köln, wo ich meine Ausbildung genossen hatte, hatte eine Kooperation mit der Universität von Kabul. Es wurden regelmäßig Assistenten für ein Jahr nach Kabul geschickt, um dort zu unterrichten. Die waren in der Tat auf dem Weg zu einem modernen westlichen Staat. Ja, das wurde auch bei einer Professorin, auch in Gießen, noch richtig aus Köln kam und die sagte, das sei auch für die Promotion förderlich gewesen, wenn man nach Afghanistan ging. Ging dann schneller. Ne? Ja, na gut, das ist also richtig. Also du glaubst also, Biden wird er im Amt bleiben, aber wird er doch natürlich noch so eine geschichtsprägende Persönlichkeit werden können. Er ist geschichtsprägend geworden durch dieses Scheitern, aber das ist im negativen Sinne. Ja, und man kann nicht recht erkennen, wo der Weg nach vorne hinführt. Der hat das ja auch noch nicht geschafft. Und das haben wir ja in der letzten Runde auch diskutiert, neben all dem durchaus vorwärtsweisenden wirtschaftspolitischen Entscheidungen, den transatlantischen Westen auf eine neue Basis zu stellen. Der Travel Ban gilt weiterhin. Die Zölle, die Trump etabliert hat, gelten weiterhin. Also das mal zu bereinigen und den transatlantischen Westen wieder auf eine gemeinsame Perspektive zu bringen, um auch klarzumachen Richtung Russland, Richtung Türkei und Richtung China, dass bei all diesen Rückschlägen, die da zu verzeichnen sind, das nicht bedeutet, dass dieses Modell von der Tagesordnung weg ist und dass illiberale Demokratien, wie man das seit jüngstem nennt, oder gerade das chinesische Gegenmodell nun Oberwasser hätten. Das muss gelingen. Wenn er das hinbekommt,
wäre noch, dafür ist ja noch Zeit, aber das erwartet auch, das setzt auch voraus, eine sicherheitspolitische und globalpolitische Perspektive in Europa. Und auch darüber haben wir schon mal gesprochen, das ist ja nicht etwas, was beispielsweise deutschen Politik sehr selbstverständlich ist. Wenn so etwas passiert, ist man aufgeregt. Solange nichts passiert, ist man auch nicht bereit, mehr zu tun. Weder hat die Politik sich um die Hilfskräfte und die Unterstützungskräfte in Afghanistan gekümmert, noch hat sie dafür gesorgt, dass wir verteidigungspolitisch handlungsfähig sind. Man muss ja überhaupt froh sein, dass Maschinen fliegen können Richtung Kabul. Ja, aber auch Deutschland hat sich natürlich also kein Ruhmesblatt dort verdient, wie die umgegangen sind. Nun ja, aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Auf jeden Fall, glaube ich, sind wir uns einig, dass die USA im ideologischen Wettstreit mit China hier in Afghanistan eine strategische Schlacht verloren hat. Wer glaubst du, wird der Gewinner dieses Desasters sein? Also kurzfristig ist natürlich sowohl bei Putin ein hintergründiges Lachen zu sehen und auch bei Erdogan. Ja. Das ist natürlich ein Vorhof. Auch Pakistan hat ja immer vested interests in Afghanistan. Aber vor allen Dingen Erdogan und Putin, die ja mit ihren schwierigen Positionierungen dem Westen gegenüber und dem Bedarf, sich ständig eigenständig zu positionieren und irgendwie den starken Mann zu markieren, hier nun ganz viel Wasser auf ihre Mühlen. Sie können ihren Vorhof alleine managen und organisieren. Ob sie das friedlich kooperativ hinbekommen, ist auch nochmal die Frage. Das ist ja auch nie ohne Konflikt, was wir zwischen Türkei und Russland erleben. Aber jedenfalls ist der Westen erstmal raus. Der Westen ist raus und Russland ist ja das Land, welches die meisten muslimischen Einwohner hat. Ja. Türkei ist ein muslimischer Staat und natürlich wird Pakistan auch jetzt bessere Karten haben, glaube ich, im Verhältnis zu Indien. Und damit ist eines klar, die ganz große These der letzten 30 Jahre, dass sich über Freihandel, über Marktöffnung automatisch auch Demokratisierungsprozesse ergeben, der hat sich schon in China als falsch erwiesen, erweist sich hier, selbst wo es wie eben erwähnt ja historische Bezugspunkte in den bis in die 60er und frühen 70er Jahre hineingibt, als falsch. Und wir müssen fragen, wie wir verständlich machen, dass Demokratien von hohem Wert sind, dass sie die individuelle Freiheit, die individuellen Möglichkeiten geben. Das ist aber für die Menschen in Afghanistan ja nie greifbar geworden. Das hohe Maß an Korruption, an Unfähigkeit der Verwaltung, an Unfähigkeit der Sicherheit und auch Unwillen der Sicherheitskräfte und des Militärs. Ich meine, da ist investiert worden in Milliardenhöhe über 20 Jahre, auch in eine Entwicklung von eigenen Kräften und dann stellt man fest, die laufen einfach weg. Auch das ist ja, was hat man eigentlich gemacht und wer hat eigentlich da mal hingeschaut? Und gemeinsame Perspektiven auch des Westens hat es ja nicht gegeben. Auch der deutsche Ansatz, eher über das technische Hilfswerk zu arbeiten und über zivilgesellschaftliche Strukturen, der im Grundsatz richtig ist, der uns ja auch auszeichnet, hat ja keine nachhaltigen Strukturen hinterlassen können, wenn das Sicherheitsthema nicht erfüllt ist und wenn die andockenden Institutionen schwach und wie gesagt durch Korruption geprägt sind. Und das kann man von außen schwer ändern. Und dann auch der Konflikt zwischen dem früheren Präsident Karzai und dem jetzt zuletzt amtierenden, auch das ist ja immer Teil einer Schwäche von Institutionen und des gesamten Systems, wo sie dann von außen auch keinen Anknüpfungspunkt mehr finden können. Nun ja, wenn also hier eigentlich die Idee der westlichen Demokratie krachend gescheitert ist, bedeutet das, dass in der geopolitischen Auseinandersetzung mit China implizit auch China ein Gewinner dieser Niederlage ist. Eindeutig. Wir haben ja erlebt in den letzten 10 Jahren, dass aus der reinen Vorstellung von Kooperation ein Systemwettbewerb geworden ist. Und gegen Wettbewerb haben wir Ökonomen nichts. Aber der Wettbewerb ist ja zum Konflikt geworden und da hat Trump seinen Anteil, da hat Xi Jinping seinen Anteil. Die ideologische Regression, die Rückführung an die Wurzeln der kommunistischen Partei und Ideologie, auch in dem Mao-Kult und der Blick auf 2049, darüber hatten wir schon gesprochen, dann 100 Jahre. All das wird jetzt noch unterstützt. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht naiv werden, auf der einen Seite zu glauben, dass die Dinge sich irgendwie von selbst heilen. Auf der anderen Seite ist natürlich China nicht vor internen Konflikten
Schatten gefeit und das wissen die auch. China ist im Grunde ein, wenn man mal langfristig schaut, schon ein Pulverfass. Wenn man die Frage der unterschiedlichen regionalen Entwicklung, die unterschiedlichen Zugänge und wenn man immer davon ausgehen muss, dass die Menschen diese Kontrollsysteme auch bereit sind zu akzeptieren, die es gibt auf der digitalen Basis. Also das muss man, da kann man auch Fragezeichen setzen, aber der Westen muss da ein neues Verhältnis formulieren, er muss sich vor allen Dingen selbst, das ist immer mein Punkt, mehrfach schon gesagt, selbst positionieren. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir eine starke Außenpolitik und eine starke Verteidigungspolitik brauchen, dass wir dafür auch Geld investieren müssen, damit sind wir in allen anderen Themen nicht satisfaktionsfähig. Das ist nun einmal so. Und wenn wir nachhaltig sagen, naja, wir zahlen aber nicht die 2%, die kann man jetzt finden, wie man will. Aber sie sind nun mal Ausdruck einer Vereinbarung, die lange herkommt und die Joschka Fischer und Gerhard Schröder in der Zeit zugesagt haben. Und wir ignorieren das. Und man glaubt, damit durchzukommen. Afghanistan, das Desaster dort, dem all dem Menschlichen, ist auch die Botschaft an die deutsche Politik, die deutsche Gesellschaft, dass sie mit diesem Durchschluddern nicht mehr durchkommt. Ich glaube auch in der Tat, dass USA vor diesem Hintergrund jetzt massiv Druck auf Deutschland ausüben wird, endlich mal Farbe zu bekennen. Nämlich Deutschland eiert ja, ich sag's mal vorsichtig rum, ein bisschen in der Positionierung, weil es doch sehr stark auf China angewiesen ist, sowohl was die Vorleistung angeht, aber vor allen Dingen auf den freien Marktzugang. Und wenn wir jetzt einen sich verschärfenden Konflikt zwischen China und Indien haben, zwischen China und USA haben, werden die USA natürlich Farbe bekennen. Auf welcher Seite steht ihr denn nun? Und das könnte auch für Deutschland zu gewissen Verwerfungen und Problemen führen, weil wir natürlich von China massiv abhängig sind. Das ist ohne Zweifel so. Das kann man in ganz, ganz vielen Lieferketten sehen. Das kann man in den Marktanteilen sehen. Das ist ja auch vielfach beschrieben. Wobei die deutschen Unternehmen nicht mehr so naiv sind, wie sie vielleicht vor 10 Jahren noch waren und sie auch wissen, mit welchen Investitionen sie dahin gehen, mit der vorletzten Technologie, nicht mit der neuesten. Und dass eigentlich die Forschung und Entwicklungskapazitäten doch besser zu Hause positioniert sind als in China. Aber dieses Farbebekennen ist genau das Thema. Man könnte vielleicht anknüpfen an ein Zitat von Henry Kissinger. Der hat 1992 nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, der Arthur Burns Lecture bei der Atlantikbrücke, davon gesprochen, dass damit, mit dem Zusammenbruch des West-Ost-Konflikts und der aus seiner damaligen Sicht Dominanz und sozusagen historischem Erfolg der demokratisch marktwirtschaftlichen Ordnungen, aber nicht sicher sei, dass die wissen, was sie gemeinsam noch zu tun hätten. Drained of Content hat er das genannt. Drained of Content ist der transatlantische Westen und man muss gemeinsam neue Projekte definieren. Und die letzten 30 Jahre haben wir keine Projekte gehabt. Und so ist es denn auch gekommen. Dieser Unwillen auf deutscher Seite nach dem Motto zu realisieren, dass man nicht nur die Friedensdividende über 3 Jahrzehnte einstecken kann, sondern dass man wieder investieren muss in internationale Sicherheit und internationale Politik. Und von Seiten der Amerikaner besser gemeinsam in Allianzen zu agieren, wie sie es über lange Zeit getan und gewusst haben, statt über Trump das Gegenteil zu tun. Und man könnte jetzt sagen, es gibt eigentlich ein neues Projekt. Es ist genau das neue Projekt, nämlich die demokratische Ordnung in ihrer liberalen Verfasstheit als attraktiv nicht nur selbst zu erleben, sondern sie auch für andere zu machen. Und das können wir nur gemeinsam. Das schafft nicht, wenn das irgendwie die Bundesrepublik oder die Schweiz alleine machen, sondern da müssen wir gemeinsam den Weg finden. Und dann müssen wir auch unsere internen Probleme ernst vielleicht sogar ernst noch eher als die Schweiz. Aber manche denken ja, dass am schönen deutschen Modell, nicht bei den deutschen Föderalismus, das kann ja auch zu anderen Ergebnissen kommen. Ja, das ist aber ein anderes kritisch, Thema. Kritisch gesagt. Anton Börner, der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen, hat ein großes Interview mit dem Handelsblatt gemacht, das also aktuell erschienen ist. Und er beschreibt dort doch, dass er für Deutschland das Risiko eines Abgleitens in die Rezession sieht, eben als Folge eines sich verschärfenden Konflikts zwischen USA und China. Würdest du auch so weit gehen? Ich sehe das nicht akut, weil der eigentliche Vorgang Afghanistan nüchtern betrachtet ist ökonomisch natürlich nicht von Bewandtnis, sondern es hat
der Börse auch bisher keine andere Stimmung vermittelt, sondern sind eher Themen aus China. Aber der Großkonflikt, die Großkonfliktlage, wenn wir da nicht gemeinsam wieder Grundlagen der Verständigung und auch der Perspektive formulieren, in der Tat ist ein Risiko. Wir haben eben die Abhängigkeit von China angesprochen. Wir sind ja gleichermaßen auch von der Dynamik in den USA mit abhängig als so global orientierte Volkswirtschaft. Jetzt kann man natürlich sagen, wir sollten uns mehr binnenwirtschaftlich orientieren, aber das ist ja nicht von heute auf morgen getan, sondern unsere Produkte sind ja in den Weltmärkten aus bestimmten Gründen erfolgreich, weil in Nischen so viele Champions sitzen, World Champions sitzen. Ja. Aber in der Tat, das Risiko muss man sehen. Und insofern, ich war sowieso nie so begeistert von den ganzen euphorischen Prognosen, die da für das Jahr 2021 und 2022 schon gemacht wurden. Das wird ein mühsamer Weg. Und es gibt die Chance, international daraus auch eine Antwort zu finden, weil auf Dauer sind die Chinesen auch nicht alleine erfolgreich. Das darf man nie vergessen. Also sie sind es ja nur mit Europa und mit den USA, auch wenn sie da einen bestimmten Anspruch in der Rangordnung haben, aber alleine mit sich selbst werden sie auch nicht erfolgreich. Nun, aber also das Projekt der neuen Seidenstraße ist allerdings wesentlich konsistenter als das, was wir hier die westliche Welt nennen. Ja, also das muss man schon sagen, die machen da schon einiges. Das ist ja letztlich ein neomerkantilistisches Projekt, um sich, sagen wir mal, billige Produktionsstandorte und aufnahmefähige Absatzmärkte zusammenzubinden. Ja. Also das hat schon was Hauch von Konzeption und das fehlt leider auf der westlichen Seite. Ja, es gibt schon auch Anknüpfungen, also sozusagen Strategien des Westens. Es gibt Strategien des Westens in der G20-Perspektive Global Compact with Africa, wo wir, glaube ich, wirklich Wichtiges anzubieten haben, weil wir auch gelernt haben, dass es die afrikanischen Lösungen sind, die dann tragfähig sein müssen und die wir dann unterstützen und nicht umgekehrt unsere Lösungen, die wir dorthin bringen. Aber diese ganze Seidenstraßen, Thematik ist hochspannend, weil sie sicherlich dieses Potenzial hat, das du beschreibst. Auf der anderen Seite möchte man eigentlich nicht Partner der Chinesen sein und das merken die Partnerländer auch. Es ist eigentlich eine Abhängigkeitsposition, in die man sich hineinbegibt, sowohl über die Finanzierung als auch über die Art der Investition. Und ich glaube, das ist noch kein Selbstläufer und nichts von dem, was da angekündigt wurde, ist ja bisher in den Planungen wirklich so realisiert worden. Also China ist ja auch ein Meister des Marketing und der Kommunikation. Sicher. Aber das Land hat ein paar Brückenköpfe bereits sogar in der EU, nicht? Ja, das ist aber auch Ausdruck der Schwäche in der EU, die gemeinsamen Perspektiven nicht angemessen zu formulieren. Wenn wir uns immer als Lehrmeister für alle hinstellen und vergessen dabei beispielsweise, dass die mittelosteuropäischen Transformationsökonomien einfach eine ganz andere Geschichte haben im 20. Jahrhundert. Wenn sie im ganzen 20. Jahrhundert einen demokratisch-liberalen Nationalstaat nicht ausprägen konnten, na, dann müssen sie halt vieles nachholen und in diesen Konflikten bewegen sie sich. Man muss das nicht schön finden, weder Herrn Orban noch Herrn Kaczynski. Aber es wäre besser, man würde das etwas breiter in einer historischen Dimension einordnen, dann würde man manches auch nicht so als wirkliches Problem sehen. Und das ist das, was in Europa nicht so richtig gelungen ist. Die Brüsseler Bürokratie und durchaus unter deutscher und französischer Führung tritt dann ja gerne mit der Selbstverständlichkeit an, sie wisse alles für alle. Und für diese Staaten ist dann quasi Moskau durch Brüssel ersetzt worden. Mhm. Ich spitze auch hier bewusst zu. Aber dann kriegen wir diese europäische Perspektive nicht wirklich hin. Und da müssen wir auch investieren. Ich finde zum Beispiel das Theater, das in Deutschland über den Next Generation EU-Fonds gemacht wird, nicht angemessen. Also wir können nicht auf der einen Seite sagen, uns ist Europa wichtig, aber wir sind sozusagen nicht bereit, 3 Euro zu investieren oder haben gleich schreckliche Angst vor irgendwelchen Euro-Bonds, die da gar nicht so angelegt sind, wie sie beschrieben werden und auf Schuldenvergemeinschaften, die es gar nicht geht, sondern um gemeinsame Projekte. Beziehungsweise die es teilweise ja schon gibt seit der Griechenland-Rettung. Die haben wir doch schon alle. Ja. Also das ist etwas, das finde ich eine manchmal schier zum Verzweifeln, manche unserer Kolleginnen und Kollegen, weil das wirklich wir sind uns einig vortragen. Ja. Das ist aber auch manchmal wirklich zum Mäusemelken. Ich meine, da werden Dinge vorgetragen, die mit dem, was sie sonst sagen, auch nicht stimmig sind. Ich kann nicht eine Europa-Freude oder Euphorie zum Ausdruck bringen und nicht bereit sein, Europa zu investieren. Und wir werden viel höhere Kosten haben, wenn wir nicht Europa handlungsfähig machen und handlungsfähig stabilisieren. Gerade in diesen jetzt durch Kabul anders zu sehenden internationalen Konflikten. Haben die Ereignisse der letzten Tage, die sich wahrscheinlich ja doch noch weiter eskalieren werden, Auswirkungen auf die deutsche Bundestagswahl?
Ja, interessant ist ja, dass die beiden Parteien ihre Probleme haben, denn sie haben ja beide ein zentrales Ministerium. Der Außenminister, der noch nie eine gute Figur abgegeben hat, außer eben seinen Anzügen. Slimline. Also ist ja so. Und Frau Kramp-Karrenbauer ist auch nicht gerade durch frühzeitige Kenntnis getrübt gewesen in ihren Einschätzungen. Und dann kommt noch hinzu, dass die Bundesregierung gleichermaßen, egal wo, und da ist da vor allen Dingen der Auswärtige Dienst ganz besonders gefragt. Da fragt man sich, wieso eigentlich ein sozialdemokratisch so lange geführtes Ministerium keinen grundsolidarischen Gedanken mit denen für die Menschen hat, die man als Unterstützungskräfte und Vor-Ort-Kräfte in Afghanistan hatte, dass bis heute kein Visum ausgestellt ist, dass all diese Büros nie eingerichtet wurden. Es ist wirklich erschütternd und beschämend für diese Bundesregierung insgesamt, was sie ihnen abgeliefert hat und was man jetzt stückweise erfährt. Und insofern, ja, der Wahlkampf wird sicherlich berührt. Ich glaube nur, dass die CDU zu kurz springt, wenn sie glaubt, sie müsste nur das Flüchtlingsthema gering halten. Wir merken ja, es rächt sich eigentlich, wenn man fundamentale Diskussionen nicht führt. Das ist einmal die Diskussion zur Schuldenbremse. Bert, die haben wir ja schon intensiv geführt. Wenn Parteien meinen, sie könnten das übergehen. Irgendwann, ja, aber irgendwann kannst du auch als Partei den Konflikt, den Spannungsbogen nicht mehr übergehen, den du selbst aufgebaut hast. Und das Gleiche gilt für die internationale Sicherheit. Das trifft dann übrigens auch die Grünen. Sich jetzt nur hinzustellen und humanitäre Maßnahmen zu fordern, ist eine sehr bequeme Position. Die zweite Aussage ist dann bitte aber auch 2% Verteidigungsausgaben. Klares Commitment zur internationalen verteidigungs- und sicherheitspolitischen Aufstellung der Bundesrepublik. Das habe ich von den Grünen auch noch nicht gehört. Und die SPD muss sich desgleichen überlegen, die ja gelegentlich schon bei Drohnen Schwierigkeiten hat, die zur normalen Ausstattung einer Armee heute gehören. Und deswegen haben alle, glaube ich, damit zu kämpfen. Und ja, aber was du sagst, kann ja keine der potenziellen drei Regierungsparteien eigentlich Kapital aus dem Konflikt schlagen. Das ist eigentlich nur, sagen wir mal, Defizite hast du ja beschrieben. Deswegen sag, ja. Ist deine Antwort eigentlich, nee, ist für die deutsche Bundestagswahl irrelevant. Naja, Lösung hat ja keiner. Nee, ja. No? Und das ist das, wenn man, und das im Grunde ist die Politik und der Wahlkampf in dieser Situation des Jahres 2021 in einer Realität angekommen, die man über die langen Merkel-Jahre scheint vergessen zu haben, dass es nämlich um Inhalte geht und dass man auch darum produktiv und bewusst streiten muss, dass es kein Problem ist, wenn wir streiten in der Demokratie. Mhm. Es ist ja nachgerade erschütternd, in welcher Art und Weise das der Politik durch die merkelsche Politik auch ausgetrieben wurde, um Inhalte zu streiten. Und das müssen wir aber tun. Wenn wir das nicht tun, kriegen wir die Lösungen nicht hin. Und jetzt alle sich nur gegenseitig zu behaken, macht auch nichts. Wir müssen gemeinsam eigentlich formulieren, was ist unsere Sicht auf Deutschland international positioniert im frühen 21. Jahrhundert? Da hat keiner eine Antwort drauf. Mhm. Und die sonstigen nur klimapolitischen Bekenntnisse, ja. Darüber haben wir auch schon gesprochen, alles nett, aber alles irrelevant, wenn das nicht gelingt, wenn wir Deutschland nicht stark positionieren. Aber könnte es sogar sein, dass also diese Krise, die ja bei weitem noch nicht überwunden ist, vielleicht noch mal Frau Merkel einen hervorragenden Abgang verschaffen könnte, nämlich als internationale Krisenmanagerin war sie eigentlich immer gut. Ja gut, aber das ist jetzt ehrlich gesagt meine geringste Sorge, welchen Abgang Frau Merkel macht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Bert, sorry, aber es geht um die Bundesrepublik und die Bundesregierung. Dass wir uns nach ihr sehnen vielleicht. Weiß ich nicht. Sie hat ja auch zu verantworten, dass diese Politik in Kabul genau zu diesem Ergebnis gekommen ist. Sie hat die Richtlinienkompetenz als Bundeskanzlerin. Sie hat in der Außenpolitik bei dieser Schwäche des Außenministers nicht interveniert. Sie hat in der Verteidigungspolitik nicht wirklich interveniert und da ein paar Orientierungen gegeben. Also insofern ist mir erstmal wichtig, was für dieses Land in den nächsten Monaten ansteht. Wir werden eine neue Bundesregierung bekommen und ich hoffe, dass wir eine bekommen, die in der Summe sich den Realitäten nicht entzieht. Mhm. Ja, bleibt mir nur das Schlusswort, das Resümee aus unserem heutigen Gespräch. We are still confused, but on a higher level. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.